Ja, dann mache ich weiter. Dann seien wir bei Intel Grafikkarten. Ja, die haben einen Marktanteil, glaube ich, im Moment von 0%. Na. Ja. Ah, das hast du schon rein kopiert, danke. Echt? 0%? Hat 2022 kurzzeitig 4% erreicht und sank dieser Anfang 24 ist auf 0% gesunken. Wow. Ja, okay, nicht überraschend. Es kommt ja jetzt dann erst die nächste Generation. Ich denke, Intel wird die nach wie vor rausbringen, aber bei Ja, Intel aber ist es eben. kommt die nächste Generation. Du meinst Nvidia, ja, die kommen auch. Ja, aber nächste Generation. Trotzdem kann es ja nicht sein, dass auf einmal alle Grafikkarten wieder verschwunden sind, oder? Na, ich glaube, die rechnen ja nur, was neu verkauft wird da immer. Das, was Ja. schon da ist, natürlich nicht, aber da geht es, glaube ich, wirklich um das, was verkauft worden ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben da Zahlen. Und zwar. Oh ja. PC Video Card Usage by Manufacturer. Steam macht immer die Hardware-Service. Ah, du schaust bei Steam kannst du auch schauen, ja, Ja. stimmt. Steam ist für mich da immer ein guter Anhaltspunkt, weil er halt einfach eine riesengroße Datenbasis haben, auf die sie zugreifen können. Und warte mal, jetzt gehen wir noch. Da liegt Intel, also ADA liegt bei 0,31%. ADA wird wohl so ARM-Grafik-Chiplets oder sowas sein, weil mir fällt sonst keiner mehr ein. Matrox vielleicht noch. Intel liegt bei 7,22% im Dezember. AMD bei 14,7%. Und Nvidia bei 77,5%. Ja, das heißt, also du kannst davon ausgehen, nein, werden die nicht viel verkauft haben bei Intel. Ja. Weil das seien ja nebenbei noch bemerkt, bei Intel musst du ja die internen Grafikkarten auch noch abziehen, Ja, wahrscheinlich, wenn es eben, jetzt streng machst. genau, das wollte ich gerade sagen. Und du musst eigentlich ja auch die Verbauten abziehen. Ja. Und da sieht man auch, dass die Verbauten. Ah, okay. Jetzt sehen wir es. In der Liste ist gelistet die Intel Iris Xe Graphics, der Sendige, gell? Das sind interne, ja. Ja, nein, das sind nicht die Iris XE sind wohl die echten, oder? Also die Nee, das. Hardware-Grafikkarten, oder? Warte mal, Weil die Intel. UHD und die HD sind die internen. Ja. Na, das sind die, was im Laptop drin sind. Die Iris. Oder? Echt? Warte mal. Na, warte mal. Intel Iris XE. Ja, das. Ich glaube, das gibt's für Bade. Na, nutzen Sie die dedizierte Grafik in einem komfortablen und schlanken und leichten Laptop. Intel Iris X Max. Ah, okay. Ja, na eben, die, Ah, glaube ich, gibt's. die Arc sind Ja, die, ja, okay. ja. Also das ist alles interne Grafikeinheit, was du da gerade siehst mit Okay, Iris. Iris Xe liegt bei 1,9%, die Intel UHD Graphics bei 1,45, die UHD Graphics 620 bei 0,4 und Arc. Ist gar nicht Ja, in das. Na, der ich glaube. Liste enthalten. Ja, Wow. dann. Ja, also das ist Wow. ziemlich durch. Oh mein Gott, die Arcs sind überhaupt nicht drin. Ja, na, das ist. Das hat keiner so gesehen mehr. Fuck. Das ist aber dann Es. schnell gegangen, dass die verschwunden sind, oder? Design. Wahrscheinlich relativ schnell verschwunden, ja. Weil halt dann gebrauchte echt besser waren und günstiger. Von anderen Herstellern. Okay. Und Wow. dann muss halt jetzt Intel quasi auf die neue Battlemage hoffen.
Das ist schlimm. Jetzt schaue ich mal kurz durch die Statistiken vom August noch an. Sogar Qualcomm-CPUs sind drin. GPUs. Oh, Ja, okay, das ist. das ist. Okay, das hätte man halt so nicht erwartet. Ja, Intel hat im Moment keinen Lauf. Na, das schaut ganz so aus. Also Intel hat im Moment eher greift von einem Fett oder kommt von einem Fettnäpfchen ins andere. Okay. Ich meine, es ist nicht umsonst, dass Qualcomm Intel eigentlich kaufen möchte. Ja. Ja, aber wenn theoretisch die Möglichkeit bestünde, aber okay, das ist Ja, da kommt ja noch ein überraschend. Ding dazu, das was ich gar nicht bedacht habe. Wenn man Intel ja kaufen möchte, da hängt ja quasi auch die amerikanische Sicherheitsstrategie damit ein bisschen zusammen. Ja, natürlich. Also das ist also da, das könnte wirklich, boah, wenn das kaufen willst, ja, da hast du was zu tun dann. Okay. Ja, gut. Also Intel, also jetzt ganz ehrlich, also wenn mich das vor 3 Jahren gefragt hast, dass Intel so mittlerweile nach unten rauscht, das hätte ich nicht geglaubt. Nein, nein, Also aber das. gut, wir kennen das mit too big to fail sowieso. Ja, Da na, hat schon andere getroffen. aber boah, bei Intel, das hätte ich mal, also, Auch den größten huiuiui. Handyhersteller der Welt. Ja, aber bei Intel, ja, ich meine, der letzte Schlag in die Magengrube war quasi dieser KI-Boom. Und da waren es halt, ja. Da haben sie verschlafen, ja. Wobei man ja sagen muss, dass das Intel ja zumindest bei den Prozessoren noch relativ gut dasteht. Also zumindest bei Steam mit 66,6 zu 33,4%. Wobei, das ist auch schon einmal, ja, besser war. Ja, Intel hat schon überall eingebüßt, also sowas nicht. Also die haben schon überall federn lassen. Ja. Also ich meine, für Intel wäre es sicher nicht schlecht, wenn die neue Battlemage-Grafikkartengeneration, wenn die einschlagen wird. Also nur ist halt da auch wieder die Frage, würdest du da jetzt bei dem Zustand, in den Intel im Moment ist, eine Battlemage-Grafikkarte kaufen? Na, na. Einfach aus dem Grund, weil genau dem Grund, warum man auch keine Nvidia-Grafikkarten kaufen wird, sondern weil ich halt ein AMD-Fanboy bin, wenn es um Grafikkarten geht. Na, aber Fertig. jetzt sagen wir mal, sie wäre jetzt ein, du hättest jetzt die Wahl, du hast jetzt was weiß ich, die drei Hersteller vor dir und sagst, ja, eigentlich die Intel wäre durchaus interessant jetzt für mich. Aber in dem Zustand, in dem Intel im Moment ist, boah, weil da weiß sie ja nicht, was ist denn in 2 Jahren damit? Das stimmt allerdings, Das. weil auf Treiberversorgung oder was ähnliches kannst du da in dem Moment gar nicht mehr verlassen, weil Intel kann irgendwann genauso Nick. gut sagen, okay, war Reinfall, wir dran das ab. Na, also sagen wir mal, Qualcomm wird es Doch, ich kaufen. hoffe das Okay, schon drin. Qualcomm muss wahrscheinlich, wenn es durchgeht, sowieso Teile Aber wieder die abstoßen von Frage, Intel dann. würdest du da jetzt bei dem Ja. Zustand, in dem Also, Intel im so, Moment nachher, ist, was eine weiß ich, sagen wir, Battlemage-Grafikkarte kaufen? AMD kauft es jetzt an. Für die Produktionsding oder irgendwas oder fürs Nachher und sagt, ja, wir stellen die jetzt ein. Kriegst schon 50 € Gutschein, kannst du AMD-Grafikkarte kaufen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, genau. Also, jetzt als Schwierig. Beispiel, also das ist halt auch so eine Geschichte, was dann schon irgendwo mitspielt. Ja. Weil eine Intel-Grafikkarte kauft sowieso nur jemand, der sich in der Materie auskennt, weil sonst die anderen kennen das ja gar nicht. Die kaufen auch ein Nvidia wahrscheinlich. Man,
ist halt natürlich die naheliegendste Lösung. Du kaufst eine Nvidia-Grafikkarte. Ja. Also von den her. Ja, Nvidia ist sowieso in einer komplett eigenen Liga. Die konkurrieren ja eigentlich eh nur noch mit sich selber. Ja, also von Grafikkarten her, ich meine, Wenn man bedenkt, dass wobei. die Grafikkarten mittlerweile eigentlich nur noch ein Abfall von ihren Ja, genau. AI-Produkten sind, also. Genau. Aber Grafikkarten machen halt nichts anderes wie extremst viele kleine Recheneinheiten, die ordentlich Power haben und einfache Aufgaben lösen. Und das ist genau das, was man in der AI braucht. Und das ist ja der Grund, warum Nvidia damit so gut ist, weil sie es davor bei den Grafikkarten schon gut gemacht haben. Jetzt machen sie es bei AI so gut und als Folge werden halt die Grafikkarten wieder geil, noch schneller. Und teurer. Und stromfressender. Das ist ja nicht so, Ja. dass kleinere Produktionsprozesse die Grafikkarten sparsamer machen, sondern sie packen einfach noch mehr Transistoren ein und hauen das TDP-Limit noch weiter auf. Genau.